Liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Unglaubliche Studien. An meiner Seite Vize-Weltmeister Schachkomposition Martin Menzki. Und Martin, erzähl uns einmal, was heute auf uns zukommt. Ja, wir haben heute auch wieder eine Studie von Juri Baslo, Großmeister, russischer Großmeister für Schachkomposition. Und diese Studie wurde eingereicht beim Turnier von zu Ehren von Jan Timman zu seinem 65. Geburtstag. Mhm. Also Jan Timman richtet das jetzt alle 5 Jahre ein. Große Turniere, die auch sehr gerne bestückt werden von den Star-Kompositeuren. Mhm. Und ich möchte mal euch zeigen, also der Preisbericht, der erschien auch in einem Sonderheft von EG. Mhm. Und da ist also die Studie drin und noch andere. Diese Studie hat übrigens einen zweiten Preis gemacht. Mhm. Und ich habe es nicht mit dir abgesprochen, aber ich möchte das Thema schon mal nennen, also das Thema bei diesem Turnier. Es gab zwei Turniere, einmal für das Thema A, das nicht Thema, sondern die Kategorie A war, dass Titelträger Studien einreichen dürfen. Also auch du hättest jetzt eine Studie haben können. Der Titelträger und des also, klassischen Schachs. Genau, mhm. des klassischen Schachs, also Großmeister von was gibt es? Großmeister, internationaler Meister und FIDE-Meister. Also FIDE-Meister reicht aus. Mhm. Und damit wollte der Jan Timman erreichen, also ein bisschen Leute vorzulocken und dass auch gestandene Schachspieler mal eine Studie bauen. Und da haben auch einige teilgenommen, auch einige überraschende Leute. Mhm. Und das B-Turnier, das war ein Thematurnier, also für das normale Volk, also für mich zum Beispiel, da gab es aber eine Festlegung, also man sollte Studien mit Läufermatt bauen. Und das ist also hier der zweite Preis. Mhm. Und auch wenn ich es euch verraten habe, sieht man der Ausgangsstellung überhaupt nicht an, was nachher für ein wunderschönes Läufermatt sein wird. Mhm. Und ich sage es auch nochmal, ich habe es auch schon mal vor einigen Videos gesagt, Juri Baslo ist ein Künstler. Also es gibt Studien mit Selbstblocks, nennt man die, also wo schwarze Figuren auf Felder getrieben werden. Und gibt es viele Komponisten, die sowas bauen. Mhm. Und Juri ist einfach der Beste, sage ich mal. Also da gibt es die Einleitung, das ist eine Studie, die mir wirklich außerordentlich gut gefällt. Das ist also ein ganz feiner Stil. Hier gibt es kein Tauschen, also Läufer tauscht Läufer auf dem Feld. Das wird immer verpönt, das mhm. ist also auch negativ. Hier gibt es nur knallharte Opfer, nenne ich mal, und feine Züge und ein, okay, jetzt verrate ich auch das noch, einen stillen Schlüssel, also kein Schachschlüssel. Ja, das ist ja auch nicht so viele Schachgebote hier, aber mit Schlüssel meinst du immer den ersten also, Zug? Also Schlüssel heißt erster Zug, mhm. ja, also der Startzug, der ja auch eindeutig ist, also es ist ja der einzige Gewinnzug hier und der ist still und bei Schwerfiguren ist das auch immer besonders schön, wenn sowas gelingt, ja. Gut, dann würde ich sagen, wir legen mal los. Also ihr habt schon erfahren, es ist nicht Turm G8 Schach, was sicherlich der erste Zug wäre, den man prüfen würde. Aber nach Turm G8, Turm F8 geht es nicht richtig weiter für Weiß. Von daher, was kann Weiß ansonsten so ziehen? Ihr könnt gerne das Video bereits anhalten und über die Stellung nachdenken. Ja, gerade bei Stellungen mit ungleichfarbigen Läufern, das könnt ihr auch für euch mitnehmen, ungleichfarbige Läufer im Mittelspiel, da geht es darum, wer kommt zuerst zum Angriff. Denn ihr müsst euch vorstellen, auf einer Felderfarbe habt ihr quasi das Übergewicht. Hier für Weiß ist es die weiße Felderfarbe, denn Schwarz hat dort eine Figur weniger. Weiß hat den weißfertigen Läufer, Schwarz den schwarzfertigen, also hat Weiß ein Übergewicht auf den weißen Feldern. Und das eignet sich besonders gut zum Angreifen. Und dementsprechend ist auch dieser Zug sehr sinnvoll. Dame E6, Weiß baut eine Batterie auf, hier auf dieser Diagonale. Und jetzt gewinnt natürlich auch so ein Zug wie Turm G8 an Kraft, wie auch die Mattdrohung Dame C8, Dame G8. Also, dagegen muss Schwarz etwas unternehmen und so viele Möglichkeiten gibt es im Prinzip nicht. Schachgebote, sinnvolle zumindest, hat Schwarz nicht. Schwarz spielt Turm F8. Gut, damit hat
Schwarz das Matt abgewehrt. Und das ist wirklich, es hängt am seidenen Faden hier, beispielsweise Dame C8, König F7. Jetzt könnte man das denken, Läufer E6, das ist doch matt. Aber Moment, der Läufer ist noch gefesselt, das funktioniert nicht. Natürlich könnte jetzt Weiß die Züge wiederholen, damit zur Stellung von eben zurückkehren. Aber es geht auch direkter, und zwar Dame D7 Schach. Dame D7 Schach, König F7, soweit so gut. Und wie kann jetzt Weiß fortsetzen, wie kann er den Angriff verstärken? Hier seid ihr nochmal am Zug. Ja, das ist jetzt nicht leicht, denn es ist nicht so offensichtlich, wie geht es jetzt weiter für Weiß. Aber man muss erkennen, dass Schwarz selber auch keine Drohung jetzt direkt hat oder Möglichkeiten hat, das Spiel zu vereinfachen, Figuren abzutauschen. Und Weiß verbessert jetzt die Stellung von seinem König und engt damit auch den schwarzen König weiter ein, was letztendlich zu dem großartigen Finale führt, was wir gleich sehen werden. König H6. König H6, ein sehr schöner Zug, stiller Königszug. Der weiße König spielt mit, bastelt am Mattnetz aktiv. Vielleicht nochmal als Hinweis, also du hattest gezeigt, Dame D7 erreicht ja diese Position. Man hätte auch, man hatte noch andere weiße Dame Schach, andere Schachgebote der weißen Dame, wollte ich sagen. Und das ist einfach nur Zeit Verschwendung, also man kommt letzten Endes auf die gleiche Stellung. Also hätte man alternativ Dame C6 vorhin versucht, dann kommt man auch nicht viel weiter. Man muss doch wieder auf diese Stellung Bezug nehmen. Das ist die richtige Position für die Dame. Und es geht eigentlich schon dabei darum, die Idee zu erkennen für später, warum die Dame eigentlich dort platziert wird. Und das ist ein bisschen schwierig. Und insofern ist das schon eindeutig, also selbst wenn es mehrere Damenschach gibt, dann gilt das jetzt nicht als negativ, sondern dann sagt man, bis auf Zeitverschwendung erreiche ich diese Stellung. Also Zeitverschwendung, wenn es diese Möglichkeit gibt, ist nicht weiter schlimm im Studium. Genau. Okay. Ja. Gut, König H6, der König zieht nach vorne und welche Idee damit Weiß verfolgt, werden wir bald sehen. Was kann Schwarz unternehmen? Gut. Wahrscheinlich das Beste, was er tun kann, ist hier Schachgebote zu geben. Was haben wir hier noch für Möglichkeiten? Ein Zug, der hier noch angegeben ist, ist Dame H1. Aber jetzt könnte Weiß Dame F5 Schach spielen, König E8. Hier sehen wir zum Beispiel einen Vorteil schon von dem König auf H6. Wenn hier der Läufer dazwischen zieht, dann hat Weiß den Zug Turm G7 Schach gefolgt von Matt. Und nach König E8, gut, Dame B5 Schach, König F7, aha, das war jetzt eine schlaue Einleitung. Ich wollte es noch nicht zeigen, wie es jetzt hier weitergeht, denn damit nehmen wir schon was voraus. Von daher, wir kehren da darauf nochmal zurück und schauen uns jetzt erst einmal die Hauptvariante an. Dame F4 Schach, König H7, Dame H4 Schach, Turm H6, Dame E4 Schach, Läufer F5. Und jetzt gibt es hier eine schlaue Verteidigung von Schwarz. Darauf muss man auch erstmal kommen. Und das ist auch typisch, typisch Juri Bassolo. Mhm. Also jetzt gibt es schwarzes Gegenspiel. Mhm. Schwarz reicht jetzt nicht schon die Hand, sondern er hat jetzt eigene Ideen. Und der, wie gesagt, der weiße König, der ist ja auch nicht so sicher. Und jetzt, also die Dame ist angegriffen, aber jetzt gibt es einen Angriffszug von Schwarz. Ja, auf einmal, so aus dem Nichts, stellt jetzt Schwarz selber eine Mattdrohung auf mit Läufer D4 und droht Turm H8. Und das ist die Schlüsselstellung. Ist die Schlüsselstellung, hier kommt es jetzt darauf an. Im Prinzip die Idee sollte man schon weit voraus gesehen haben, nämlich als man die Dame nach D7 gezogen hat. Und ihr habt viele Tipps, viele Hinweise bekommen, auch von Martin vorher. Von daher, ich denke, ihr könnt das jetzt hier lösen. Halt das Video hier an und versucht es. Ja, es kommen jetzt zwei spektakuläre Opfer und dann ist der schwarze König matt im Prinzip. Das ist wirklich fantastisch. Also, die Dame darf man nicht schlagen, nur nochmal, um das kurz zu zeigen. Das führt zu matt.
Das wäre ganz verkehrt. Und deshalb spielt man zunächst einmal Turm F6 Schach. Das ist ja auch wieder, ist das, kann man hier sagen, das ist das Nowotny-Motiv? Oder ist das es nicht werden ganz keine angebracht? Zwei Figuren verstellt, aber aha, man verstellt eine, die eine Diagonale. Unterbrechung im Prinzip. Also man will damit das Matt verhindern auf H8. Also wenn der König schlägt, dann kann man einfach dann die Dame schlagen. Genau, das wäre jetzt die langweilige Fortsetzung. Weiß schlägt die Dame, es gibt kein Matt mehr und Weiß gewinnt mit seiner extra Dame. Also es ist ein, sagen wir mal so, dieses Opfer, also es können ja mehrere schwarze Figuren schlagen und das ist dann schon besonders spektakulär. Also so ein Zug, den schließt man erstmal aus, weil ja, also das Feld F6 ist von drei schwarzen Figuren, ach, naja gut, der Bauer ist gefesselt, naja, aber trotzdem optisch, optisch sieht es so aus, als wenn das absolut sicher gedeckt ist und trotzdem spielt man diesen Zug und das ist dann schon immer ja irgendwie ungewöhnlich und überraschend. Und absolut. Ja. Genau, der Bauer kann nicht schlagen wegen der Fesselung. Was bleibt, ist das Schlagen mit dem Läufer und jetzt kommt die Krönung, nämlich Dame E6 Schach. Was zu einem weiteren, wie sagst du, Selbstblock? Ja, Selbstblock, genau. Genau, Selbstblock führt. Gut, wenn Schwarz mit dem König zur Seite zieht, dann kann Weiß einfach hier die Dame einsammeln. Es gibt kein Matt mehr und das war's. Also, was bleibt Schwarz übrig? Er schlägt die Dame auf E6 und jetzt kommt es zu dem Läufermatt. Und das ist ein perfektes Mattbild mit vier Selbstblöcken sogar. Es sind drei Selbstblöcke, so, weil der Bauer nicht der gezogen Bauer hat. Das gezogen ist eine passive Masse. Aber drei Selbstblöcke. Passive Masse. Ja, also es wird, das ist guter Hinweis, weil viele denken das. Also die schreiben das dann vier Selbstblöcke. Das stimmt nicht. Mhm. Also es muss schon die schwarze Figur aktiv hingezogen haben. Und, aber das ist hier ein Idealmatt. Ein Idealmatt. Also weil alle Figuren auf dem Brett beteiligt sind. Und das ist wunderschön. Und wenn ihr euch wirklich mal die Zugfolge anschaut, das ist alles exzellent. Das sind Opfer ohne Schlag und stille Züge, stille Königszüge, stiller Schlüssel. Ja, es wurde keine Figur von Schwarz geschlagen. Alle sind noch auf dem Brett und das ist auch wichtig, damit dieses Matt funktioniert. Ja, genau. Ich sage jetzt, müssen alle schwarzen Figuren draufbleiben, damit es überhaupt ja, gewonnen ist. Vielleicht zeigen wir nochmal alternativ. Genau. Wir haben ja ausgelassen. Der Läufer, der hat ja den Schnittpunkt F6 überschritten in der einen Variante. Ach so. Mhm. Und wenn er das jetzt nicht macht, sondern Schwarz könnte ja alternativ auch. Du weißt nur kurz finden. Hier. Ja, genau. Also jetzt hatten wir die Idee, der Läufer, der zieht also weg und dann droht auf H8 Matt. Und wenn er jetzt zu weit zieht, dann kommt halt dieses Opfer mit Turm F6, was genau, ja auch dann, wenn der König schlägt, die Diagonale verstellt. Hier würde es nicht funktionieren. Hier würde es nicht funktionieren, wenn genau, nach wie vor Turm H8 Matt genau ist. Also jetzt, das ist nur eine Nebenvariante, aber die funktioniert auch. Genau, hier kann Weiß Dame E6 spielen und das ist eigentlich auch eine sehr nette Variante. Ja, wie schlicht und ergreifend ist der Läufer jetzt, kann man den einfach schlagen und das ist dann, ja, und das ist sowas wie Zugzwang, würde ich mal sagen. Zugzwang, ja, genau. Auch schön, ja. Das ist auch nett, ja, finde ich. Denn normalerweise Läufer und Turm gegen Turm ist ja sogar noch ein Bauern dazu, den kann man sich wegdenken, ist ja, ja, wenn der Bauer nicht da wäre, dann wäre es. Genau. Manchmal sind eigene Figuren oder eigene Bauern auch sehr störend und das kann man ausnutzen, ja, genau. Genau. Also das ist auch gewonnen und dann wollte ich gerne noch ein paar Nebenvarianten hier zeigen. Wir hatten einmal diese Variante angerissen, die ich dann nicht zu Ende gezeigt habe, weil ich nicht schon das Motiv mit Turm F6 zeigen wollte. Und das kommt auch in den Nebenvarianten immer wieder vor. Hier sehen wir es auch, Turm F6 Schach. Wenn jetzt der König schlägt, dann ist Dame F5 matt. Und wenn, was haben wir noch für Möglichkeiten hier? Dame, wenn der Bauer schlägt, dann ist Dame D5 bald matt. Oder Dame D7 ist noch einfacher. Dame D7 ist matt in 2. König G8 und Dame H7 matt. Und was verbleibt, wenn der Läufer schlägt? Dann kommt die Dame, deshalb ist die Dame nach B5 gegangen, ist auch eine sehr nette Variante. Dann folgt Dame H5 Schach. Wunderbar funktioniert das hier immer auf
den weißen Feldern. Davon hatte ich ja eingangs gesprochen, dass der Angriff hier genau auf der Felderfarbe vollzogen wird, auf der weiß stark ist und schwarz schwach ist. Und deshalb gerade bei ungleichfarbigen Läufern im Mittelspiel, also mit Damen oder Schwerfiguren noch auf dem Brett, kann ein Angriff sehr, sehr stark sein. Du möchtest noch etwas zeigen. Darf ich noch ein bisschen Werbung machen für EG? Also EG ist die wichtigste Studienzeitschrift weltweit, also in englischer Sprache erscheint das viermal im Jahr. Das ist das aktuelle Heft. Das zeigt auch eine Position, auch von einer Idee von Steffen Slonstrup-Nielsen, den wir ja auch oft hatten hier in den Videos. Und ja, man kann das abonnieren. Ich kann euch den Link geben, also über Arvis könnt ihr das abonnieren. Mhm. Und da sind ganz viele tolle Artikel drin. Da ist zum Beispiel jetzt ein Herr dazu gestoßen, den kennt ihr, nämlich, also nicht nur Siegfried Tronicker, das ist auch ein deutscher Studienkomponist und der schreibt auch ab und zu mal Fachartikel. Und wen wollte ich jetzt noch Martin haben? Minsky sehe ich da auch. Ja, ich bin Freund von EG, also ich unterstütze dieses Projekt hier, aber ich wollte, jetzt finde ich es gar nicht, normalerweise ist der Carsten Müller, ja, Carsten Müller, der ist jetzt neuer, Carsten Müller ist jetzt neuer Mitarbeiter, der wow. also auch Endspiele, ich kann es ja mal zeigen, also da sieht kann man, jetzt nicht so oh, viel. Ja, ja, okay. Ein bisschen näher rangehen. Ja, okay, also der kann, der schreibt also auch ja, man sieht es ein bisschen, glaube ich. Naja, gut. Also ihr könnt es uns Artikel glauben. Über Endspiele und weitere historische Artikel oder also Fachartikel. Und das Zweite ist praktisch, also es gibt oft so ein Beiheft, wo also noch ganz viele Preisberichte veröffentlicht werden. Und kann man also alles nachspielen. Also wer sich für Studien interessiert, für den ist das aus meiner Sicht Pflicht, das zu sich mal zu besorgen. Das ist jetzt auch nicht so teuer im Jahr. Und wir würden uns sehr freuen, wenn der ein oder andere das mal abonniert. Und ja, also ich bin da sozusagen auch Unterstützer ja. und mache ein bisschen Werbung dafür. Studien sind einfach schön und Studien kann man benutzen, auch als Partiespieler immer wieder. Als Training. Gibt ganz viele Diagramme und dann kann man sich das aufbauen und dann kann man einfach versuchen, diese Stellung Ideen zu finden und diese Studie zu lösen. Also, wunderbar. Ja. Ja, also den Link findet ihr dazu in der Beschreibung. Und dann würde uns natürlich interessieren, wie hat euch diese Studie von Juri Baslow gefallen? Schreibt es uns unter in die Kommentare, was habt ihr gesehen? Könnt ihr uns alles einfach schreiben. Oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, natürlich auch. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.